seid. Ich habe mir heute mal zur Unterstützung kleinen Lilly dazu geholt. Sie gehört auch zu den Testpersonen, die meine Leckerlis ausprobiert haben. Ich habe mich für Rote Beete Haferleckerlis entschieden. Die könnt ihr auch hier vorne schon sehen, wie das Ganze geworden ist. Könnt ihr gleich in meinem Video sehen. Es hat mir auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht, die Leckerlis zu backen. Ob alles gut gegangen ist. Und ja, das Resümee von Crockett, Dino und Carlsson werdet ihr dann am Ende des Videos sehen. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt mal. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was zu den Leckerlis, warum ich mich gerade für diese hier entschieden habe. Und dann geht's auch schon in die Küche. Ja, warum habe ich mich für die Rote Beete entschieden? Die Rote Beete wird auch als Wunderknolle bezeichnet, weil sie so unglaublich viele Vitamine und Mineralstoffe mit sich bringt. Und sie ist halt nicht nur gut für den Mensch, sondern auch ganz besonders für die Tiere. Und besonders im Winter wird empfohlen, Rote Beete zu füttern, weil sie auch noch das Immunsystem stärkt. Und das fand ich wirklich richtig gut. Deshalb habe ich gesagt, ja, die Rote Beete, die muss mit in diese Leckerlis hinein. Vitamine haben wir da. Vitamin C, B1, B6 und ja, gerade für Pferde, die Herz-Kreislauf-Probleme haben, die Nierenprobleme haben, da wird auch immer empfohlen, Rote Beete zu füttern. Ja, ich will es auch gar nicht weiter lang schnacken. Ich würde sagen, wir begeben uns dann mal in die Küche und starten direkt mit der Zubereitung. Für die Leckerlis brauchen wir natürlich die Rote Beete. Ich habe mich dafür frische entschieden. Außerdem brauchen wir Weizenkörner. Die bekommt ihr auch eigentlich in jedem Supermarkt. Außerdem könnt ihr nach Belieben auch Kräuter hinzufügen. In meinen Leckerlis sind jetzt aber keine dabei. Außerdem habe ich noch Weizenmehl hinzugefügt als Bindemittel, damit es eine bessere Konsistenz hat. Das könnt ihr aber je nach Belieben machen. So kleben die Leckerlis auf jeden Fall besser aneinander bei der Zubereitung. Bei frischer Rote Beete müsst ihr zunächst die Strünke der Knollen abschneiden. Dann kommt die Rote Beete in einen Topf mit kaltem Wasser, welches ihr zum Kochen bringen müsst. Ihr könnt euch das Ganze hier auch ersparen, indem ihr euch bereits gekochte Rote Beete kauft. Ich habe mich allerdings für die frische entschieden, weil leider in vielen fertig zubereiteten Produkten Zucker enthalten ist, was ich gerne vermeiden wollte. Die frische Rote Beete muss jetzt eine halbe Stunde in dem Wasser köcheln und kann dann weiter verarbeitet werden. Wenn ihr die Rote Beete fertig gegart habt, könnt ihr sie nun pellen. Passt bitte auf, wenn ihr sie aus dem Topf nehmt und verarbeitet. Die Knollen sind nämlich wirklich sehr, sehr heiß. Ich verarbeite die Rote Beete mit Handschuhen, da sie ganz doll färben und die Farbe auch für mehrere Tage an den Händen bleibt. Solltet ihr etwas von der Farbe auf die Kleidung bekommen, dann wascht den Stoff vorsichtig mit heißem Wasser und etwas Zitronensäure oder Gallseife aus. Weil wir die Rote Beete gleich mit den Weizenkörnern vermengen wollen, pürieren wir nun zunächst unsere Stückchen mit einem Stabmixer. Hier müsst ihr wirklich ganz doll aufpassen, da ihr euch mit diesem Gerät sehr, sehr böse verletzen könnt. Fragt gegebenenfalls eure Eltern, ob sie euch hierbei helfen können, damit nichts passiert. Zu unserer pürierten Roten Beete geben wir nun noch die Weizenkörner hinzu und vermengen alles. Dann könnt ihr je nach Bedarf dem Ganzen noch Wasser hinzugeben, seid da aber vorsichtig, damit das Ganze nicht zu flüssig wird, denn die Rote Beete bringt auch einiges an Flüssigkeit mit sich. Damit unser Rote Beete-Weizengemisch nun auch vernünftig aneinander haften bleibt, habe ich noch Mehl als Bindemittel hinzugegeben. Wie viel ihr davon braucht, testet ihr am besten selbst. Und schaut, wann alles wirklich schön aneinander kleben bleibt. Nun legt ihr auf euer Backblech Backpapier und könnt die Rote Beete Weizenmasse darauf verteilen. Ihr könnt Kügelchen formen, kleine Rollen oder wenn ihr Lust habt, greift ihr wie ich zu Ausstechform und könnt dort dann die Mischung reinfüllen. Ich habe es mit 2 Teelöffeln gemacht und muss sagen, dass es damit wirklich gut ging. Da meine Förmchen sehr eng an vielen Stellen waren,
war es manchmal etwas knifflig, die Mischung dort reinzufüllen. Eignen tun sich hier vermutlich besser große Formen. Auch wenn es etwas länger mit meinem Rentier und Männchen gedauert hat, würde ich es immer wieder auch mit so kleinen Formen machen, weil sie am Ende wirklich schön anzusehen sind. Den Ofen müsst ihr auf 180 Grad vorheizen. Und wenn ihr eure Leckerlis fertig auf dem Backblech verteilt habt, könnt ihr sie dann in den Ofen schieben. Hier müssen sie nun ungefähr eine Stunde lang drin bleiben. Schaut am besten zwischendurch immer mal nach, wie weit sie sind. Wenn eure Leckerlis dann fertig sind, müsst ihr noch 24 Stunden warten, bis ihr sie an eure Pferde verfüttern könnt. Ja, 24 Stunden sind geschafft. Die Leckerlis dürfen jetzt verfüttert werden. Und ja, bevor ich das meinen Tieren gebe, werde ich es natürlich erstmal selber testen. Wir Reiter stiepitzen unseren Pferden ja des Öfteren mal ein paar Leckerlis aus den Tüten. Und ich weiß ja, was drin ist. Dann schauen wir mal. Sind auf jeden Fall sehr, sehr knusprig. Geschmacklich würde ich sagen, genehmigt. Ja, und bevor ich jetzt zu Crockett gehe, darf auch Lilly einmal testen. Wollen wir mal gucken, was sie dazu sagt. So, Lilly wartet schon. Dann wollen wir mal gucken, was du dazu sagst, ne? Schmeckt? Nee, mehr habe ich nicht. Okay. Scheint nicht schlecht zu sein. Ja? Dann würde ich sagen, kann Crockett kommen. Die Vortester haben es für gut befunden. Ich kann schon gar nicht erwarten, dass sie die ganze Zeit am Rumschnubbeln. So, bist du bereit? Unsere erste Testperson. Testpferd. Was sagst du? Mehr? Mehr! Das klingt ganz klar nach mehr. Bitteschön. So. So, Carlson. Das ist das liebe Pferd von Jessica. Und dann wollen wir schauen, was er dazu sagt. Oh, das kommt offenbar auch sehr, sehr gut an. Ja, auch für dich gibt es ein zweites. Weißt du? Ich glaube, er würde gerne die gesamte Tüte und den Rest, der zu Hause noch liegt, essen. Und Crockett guckt da drüben auch schon. Und da geht's als nächstes hin. So. Hallo Crockett. Alle haben getestet, jetzt darfst du. Guck mal, Schatz. Was sagst du denn dazu? Sind alle glücklich am Knuspern? Also die Leckerlis wurden von uns eindeutig für gut befunden. Die werde ich bestimmt auch nochmal machen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst den Daumen wie immer nach oben für uns da. Am Sonntag werden Nathalie und ich euch von unseren Stürzen berichten. Und nächste Woche haben wir dann nochmal zwei. Da habe ich nichts. Dann will ich mal gucken, ob ich da irgendwo noch was versteckt habe. Nächste Woche haben wir dann nochmal zwei Rezepte für euch. Und da würde ich sagen, lasst euch überraschen, was wir da in der Küche zaubern. Bis dann. Tschüss.